Ja. Welkin erreicht die das Zielgebiet, ist Siegesbedingung. Wenn er stirbt oder Lycia stirbt, ist Geschichte. Also, oh, das ist scheiße. Okay, wir gehen jetzt mit Welkin erstmal. Hier, oder was? Nee. Wo sollen wir denn hin? Wollen die mich verarschen gerade, oder was? Nee. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Also, ich gehe davon aus, dass wir gerade mal sterben werden. Das Problem ist, irgendwie habe ich die Map falsch gelesen. Kann das sein? Ja, ja, ja. Das wissen wir schon. Game over. Bla, bla, bla. Retry Battle. Genau. Hätte vielleicht auch speichern sollen. Bevor wir in den Kampf gegangen sind. Ich hoffe, dass er jetzt ab dieser Zwischensequenz dann schon wieder startet. Weil das andere wäre ein wenig blöd. Macht er natürlich nicht. So, in dem Sinne jetzt nicht so das Problem. Bla 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 bla. Halt bekannt. Genau. Sind wir Welkin. Er darf mal vorrücken. Zack. Nee, wenn du diesmal nicht in den Kopf schießt, Ja, überhaupt nicht getroffen. Haben auch blöd gezielt, muss ich sagen. Na, muss Alycia eben die Sache retten. Die ist ja so oder so die bessere Schützin, wie wir rausgefunden haben. Okay, wie gesagt, Alycia, die Retterin. Da freut sie sich. Sehr gut. Komm, du rückst gleich mal ein Stück weiter vor. Und Feuer. Okay, das ist gut. Gegenfeuer stecken wir weg. So. Was meinen die denn mit kleiner Gasse dann im Osten? Macht doch alles gar keinen Sinn. Egal. So, können wir hier feuern, 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 feuern. Hat's überlebt, das Schwein. Feuert sogar auf uns. Und, trifft, trifft, trifft. Jawohl, er hat noch umgehauen. Sehr gut. Also wie ihr seht, im Grunde genommen, schönes Beispiel gerade. Denn man kann wirklich nachvollziehen, dass es sich immer wieder ein bisschen anders spielen kann. Je nachdem, wie und was gerade passiert. Oh, komm, schieß zurück. Sehr gut. Zwei, drei. Dreimal getroffen. Sehr gut. So. Würde ich Folgendes sagen. Wir gehen erst auf den Townsman. Genau. Schießen auf ihn. Treffen ihn aber nicht gut genug, als dass er sterben würde. Gehen in Deckung. Okay. So. My turn, okay? Wir schießen von hier und laufen dann. Okay, haben ihn. Beenden. Here we go. Jetzt gehen wir mit Welkin nach ganz vorne. Versuchen Schüsse abzugeben. Heldenhaft wie wir sind. Enemy sighted. Und haben ihn auch getroffen. Sehr gut. Das passt mir schon mal gut.
muss ich dazu sagen. Jupp. Enden wir die Phase mal an dieser Stelle auch. Gehen wir auf ihn hier. Laufen mal so weit wir mit ihm können nach vorne. Können bis ganz nach hier vorne laufen, habe ich das Gefühl. Ja, das passt. So, hier der Stand, ja. Heißt, wir können probieren, in den Kopf zu schießen. Haben es geschafft, sehr gut. Dementsprechend auch kein Gegenangriff. Dann würde ich sagen, nächste ist Alicia, die nach vorne rennt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und in Deckung gehen. Zack. Zielmodus. Feuer frei. Patatatatat. Ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte. Mal freigeschaltet oder abgezogen, besser gesagt. So, jetzt kommt Velkin dran. Der alte Haudegen. Na los, komm. Und Feuer frei. Ja, nur treffen kann er nicht. Was die alles mit ihren Köpfen aushalten können. Wahnsinn, oder? Ja, beenden wir die Phase ruhig. Gegnerische Phase. Oh, dass der so viele Aktionspunkte aber auch haben muss, ey. Komm, und kaputt geschossen. Das ist mal echt ein Anführer, muss ich sagen. So muss man das machen, so genauso wie er. Jetzt kommt wieder die Sequenz. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass man, während man in der Aktionsphase ist, quasi nicht sehen kann, wie die Karte aussieht. Ja, außer, dass der sich hier einen abspinnt, gibt es da nicht viel. Im Osten. Osten ist ja rechts. Nie ohne Seife waschen. Ist rechts. Aber was ist da für eine Gasse, bitte? Okay. Die Stadtwache ist fast kaputt. Das ist überhaupt nicht gut. Da hinten der Gang, der ist doch auch dicht. Ah, ich glaube, ich weiß, was sie meinte. Hinter dem Panzer entlang. Ganz rechts. Nicht vor dem Panzer entlang. Ich habe verstanden. Genau. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, Kleines. So, diesmal Alicia. Hier rum. Hä? Komm in den Kopf. Das ist aber doch Schwachsinn. Das ist doch genau so, wie es angezeigt wurde. Kurzen Moment mal. Das ist überhaupt gar kein wirklicher Weg, oder? Machen wir folgendes. Wir versuchen jetzt einfach durchzurennen. Geh doch rüber, Mann! Den haben wir. Ja. Trotzdem bin ich nicht zufrieden. Wir haben nicht so viel HP, als dass wir sagen könnten.
siehst du mal. Ärgert mich gerade ein bisschen. Eher den hier dann. Ich glaube, das wird wieder nichts. Ja, hast du gut gemacht. Blöd, 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 ey. Der Panzer macht uns jetzt platt. Pass auf, Leute, pass auf. Ich will es gar nicht erst sehen. Oh Gott, gleich dreht sich die Kanone. Wir sind Geschichte. Oder? Doch nicht? Er ist Geschichte. Scheiß auf den. Tut mir leid. Er hat sich zurückgezogen. Nein, nicht nochmal der Panzer. Ach, bitte. Komm, komm, nicht, nicht, nicht. Du Schwein. Er hat nicht geschossen. Er hat nicht geschossen. Leute. Er hat nicht auf uns geballert. Gehen jetzt hier erstmal auf ihn hier. Damit Welkin so wenig Feuer abbekommt wie möglich. Okay, das haben wir geschafft. Und jetzt muss es Welkin irgendwie in zwei Zügen schaffen, dort hinten hinzurennen. Und dann haben wir es gerade so geschafft und irgendwie eine gute Rang wird es auch nicht. Here we go. Los, 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 komm weg, ey. Haben wir es geschafft? Ja. Super, wir hätten nur bis dahin rennen müssen. Mann, ey. Phew. Looks like we shook him. What are you doing from here? Oh, sieht aus, als hätten wir sie abgeschüttelt. Was machen wir jetzt? If they're rolling in the tanks, there's not much the town watch can do. Wenn die mit Panzern kommen, dann kann die Stadtwache nicht viel tun. We'll try to buy time so everyone can get away. Wir versuchen so viel Zeit zu schinden wie möglich, damit alle entkommen können. I'll dig in my heels at the main gate and do what I can to stall them. Ich werde mich am Haupttor verbunkern sozusagen und versuche alles, was ich kann. Okay, I'll head back to my house and grab Isara and Martha, then come back. Okay, also ich werde wieder zurück zu uns gehen, schnapp mir Isara und Martha und komme zurück. Be careful out there, Welkin. Pass auf dich auf, Welkin. Sollte sie vielleicht auch machen. Ja, nur in Rang D. Also, okay, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja mehr als peinlich. Blöd, dass der uns gestorben ist, der Kollege. Chapter 2. Escape from Brule. Zweites Kapitel. Flucht aus Brule. Ist ja leider kein gutes Zeichen oder Omen, wie auch immer man will. Genau, speichern erfolgreich. Jetzt gucken wir uns diese Episode an. Okay, da rennt jemand. Martha. Hoffentlich sind die noch am Leben. Please be okay. Ui, da wurde geschossen. Martha! Was ist los? What's her problem? She pregnant or just fat? Boah, du Arsch. Who cares? Not gonna make any difference when she's dead. Stop this now. See what she's wearing? Take a good look at that shawl. She's a Darkson. And that explains it. I thought this place stunk. Now I know it does. Okay. So we got ourselves a fat one and a stinky one. P.U. It's a regular pig farm in here. Viele Beleidigungen. Fett und stinkend. I will thank you to watch your tongue in this house. You have to leave now. That's a big gun for such a little girl. Drop it. Große Kanone für so ein kleines Mädchen. Lass sie fallen. Isara! Huh? Hold her right there! Schießen tot, Mann!
Boah, da setzt er sich.